Der Stausee am Katladamm ist wieder erreicht. Kurz nach dieser schwierigen Passage kann wieder volle Fahrt in Richtung Ogden aufgenommen werden. Der Zug ist nach Ogden zurückgekehrt. Die Eisenbahn hat diese Stadt einst als Drehscheibe für Güterzüge aus allen Richtungen geprägt. Hier fanden Lokwechsel statt, Züge wurden umgebildet. Ogden, eine Stadt ganz im Zeichen der Union Pacific. Auf der Fahrt aus der Union Station durchfährt der Zug das wichtige Gleisdreieck, mit dem die UP heute den Hauptverkehr an Ogden vorbei nach Salt Lake City leitet. Die engen Kurvenradien des Gleisdreiecks stehen allerdings im Widerspruch zur Bedeutung des Drehkreuzes am Rande der Rockies.
Nach diesem rasanten Endspurt läuft unser Zug am Abend wieder im UP-Bahnhof von Salt Lake City ein. Lok 844 ist noch kalt abgestellt. Nehmen wir nun Abschied von Salt Lake City. Am 26. April 1991 setzten die beiden UP-Dampfrösser mit dem Ausstellungszug ihre Reise fort. Nach dreitägiger Fahrt durch die Wüste Nevadas erreichen sie Sacramento in Kalifornien, um an der Rail Fair 91 teilzunehmen. Ausrichter dieser Ausstellung ist das Museum Old Sacramento. Hier sind nicht nur Eisenbahnen aus allen Epochen zu sehen, auch ein ganzer historischer Stadtteil wartet am Sacramento River auf die Besucher. Dort kann der amerikanischen Lieblingsbeschäftigung gefrönt werden: Shopping. In Downtown Sacramento verkehrt während der Rail Fair diese historische Straßenbahn. American Railroading ist sehr oft Thema in der Country-Musik. Die Ausstellung von verschiedenen Lokomotiven gerät zur großen Show, die von einem täglich aufgeführten Musical gekrönt wird. Geschichte, leicht verdaulich mit etwas Disneyland-Atmosphäre, wird zum Motto der Rail Fair. Here in Martin, all in my heart.
große Cab-Forward-Dampflok der Southern Pacific gehört, wie alle anderen im Lokschuppen ausgestellten Maschinen, zum Bestand des Museums. Auf den Freigleisen stehen die angereisten Museumsstücke der Dieseltraktion. Auch moderne Loks sind vertreten, wobei die neueste Lokgeneration der Santa Fe Railroad wieder das legendäre alte Farbdesign dieser Gesellschaft aufweist. Auch eine der ältesten Rundnasen-Diesel-Loks ist nach Sacramento gekommen. Der in den USA Caboose genannte Güterzugbegleitwagen, der über ein Jahrhundert das Bild amerikanischer Güterzüge geprägt hat, ist im Jahre 1991 bereits ein Stück Geschichte. Diese Lok der Baltimore and Ohio Railroad stammt aus der Anfangszeit der US-Eisenbahnen. Ebenso wie dieses unglaubliche Vehikel derselben Bahngesellschaft, das mit dem Baujahr 1830 noch 5 Jahre älter ist als der deutsche Adler. Neben der Daylight 4449 vertritt auf der Railfair die 2C1 Schnellzuglok 2472 die Eisenbahngesellschaft Southern Pacific. Zum Museum Old Sacramento gehört auch dieses Steamboat, das auf dem Sacramento River gerade die Drehbrücke der Southern Pacific Railroad passiert.